feel the way I do, who's to blame? Well, Cupid, I've been closing my eyes to it. I'm singing for solace. You're falling out of my pocket. Can't believe I messed it up again. But it makes me mad, 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 mad. And I'm tearing. Wolfuß und Frank Buschmann. Und heute übertragen wir Ihnen ein Ligaspiel. Die Atmosphäre ist schon sensationell. Also ich denke auch, das wird klasse. Ein absolutes Highlight. Und so wird Red Bull Salzburg in diese Partie gehen. Bei Ihnen sehen wir das 4-4-2 als Formation heute, ne? Und das mit einer Raute im Mittelfeld, links und rechts jeweils einer und dann zentral einer für die Defensive und einer für die Offensive. So beginnen die Gäste heute. Kurzer Blick noch auf die Formation. Sie versuchen es heute in einem 5-2-3. Ein sehr flexibles System. Wenn Sie das gut hinbekommen, dann funktioniert das offensiv wie defensiv. Also das wird interessant. Was ist das für ein tolles Stadion? Was ist das für eine super Atmosphäre? Da kann ich mich richtig für begeistern, Buschi. Geht mir ganz genauso, Wolf. Das macht den Fußball aus. Fantastische Rahmenbedingungen hier. Das Spiel beginnt. Jetzt ist er durch. Super gehalten. Ui, was für eine Parade. Wahnsinn, wie er den noch hält. So, Ecke kommt. Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. So, das ist jetzt nochmal die Wiederholung des Tores, die flache Hereingabe. Und das ist dann natürlich genau die richtige Entscheidung. Er nimmt das kurze Eck, rechnet nicht jeder mit. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Jetzt der Vorstoß. Gute Chance. Tja, kann er den mit dem Schlenzer machen? Ja, war mir fast so aus. War ein kräftiger Schuss, aber das war nicht die richtige Entscheidung. Maximilian Wöber. Er hat den Ball. Gutes Tackling. Ist es das? Also, wenn Sie die Dinger nicht reinmachen, dann dürfen Sie sich nicht wundern, wenn hier die Geschichte vielleicht sogar noch mal kippt. Ja, und so bleibt es erstmal spannend. Da stehen Sie unter Druck. Im Grunde müssen Sie dadurch hier die Führung weiter ausbauen, oder? Ja, Logo, den müssen Sie machen. Dann können Sie das Ganze hier deutlich entspannter anschauen. So bleibt spannend. Und er gewinnt den Zweikampf. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Und so kannst du den Torhüter natürlich nicht vor Probleme stellen. Freistoß, mehr nicht. Keine große Sache. Oh, das kann gefährlich werden. Den Ball hat er. Schwacher Zweikampf, da muss er anders hingehen. Brillant gemacht. Da geht er flach rein ins Tor. Sehr gut gemacht. So, nochmal die Wiederholung. Die Szene wird der Trainer der Mannschaft garantiert noch häufiger zeigen. Was für ein Ballverlust. Und dann geht es ganz, ganz schnell und der Treffer fällt. Das darfst du dir nicht erlauben.
2-0 steht es hier. Sie machen einen guten Eindruck. Ah, oh, da wäre jetzt Platz. Oh, kein Tor. Ist doch nicht zu glauben. Na, den hätte er besser platzieren müssen. Jetzt ist der Platz da. Ich glaube fast, da war zu viel Power in diesem Schuss. Sehe ich ganz genauso. Der Ball geht drüber und das wird ihn ärgern. Junusovic. Sehr effektiv, dieses frühe Pressing. Latte, aber das ist abseits, wir sehen's. Hätte nicht gezählt. Wow, 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 was für eine Szene. Und das ist der Ballverlust. Schönes Dribbling hier. Aber dann ist der Ball doch weg. Die Szene damit also beendet. Maximilian Wöber. Gute Aktion. Das macht er gut. Macht er ihn. Ja, er macht ihn. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf am Ende hatte auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3-0. Hier ist er unter Druck und der Ball geht ins Aus. Jetzt müssen sie aufpassen. Da ist der Ball weg. Oh, viel Platz jetzt. Nicht drin. Nee, da haben sie einfach kein Glück. Riesenchance, aber da müssen sie vielleicht auch mehr rausmachen. Klasse, wie er da hingeht. Das könnte die Gelegenheit geben. Oh, oh, kein guter Versuch. Der ist komplett misslungen. War eigentlich eine gute Chance. Der Verteidiger stört ihn. Er hat den Ball. Gute Aktion. Ja, da ist Platz jetzt. Da hat er sich mächtig viel vorgenommen. Vielleicht doch ein bisschen zu viel mit diesem Schuss. Guter Zweikampf. Da ist er alleine durch. Der Ball ist drin. Da kommt die Wiederholung nochmal. Wir sehen den Ballverlust. Das ist eine Unaufmerksamkeit. Der Ball ist weg. Die Gefahr ist da, das Tor ist da, um sich selbst zuzuschreiben. Ein einseitiges Spiel heute, schauen Sie sich diesen Spielstand an. Schussversuch, der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Boah, erst diese Riesenparade und dann ohne große Mühe, er hat den Ball. Hat er wieder gezeigt, was er drauf hat. Rückhalt für die Mannschaft, auf ihn ist Verlass. Sie sind heute einfach sehr offensiv stark, immer wieder tolle Möglichkeiten. Und dann brauchst du eben auch die Coolness, die Cleverness, die Dinger zu machen. Dann hast du so eine Führung. Komische Stimmung hier im Stadion. Es ist extrem ruhig geworden. Ja, nicht mal Pfiffe hört man. Und die wären ja nun wirklich berechtigt. Aber die Fans müssen sich wohl auch erstmal sammeln. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Guter Versuch. Klasse ausgeführt, dieser Konter. Und da fehlt dann am Ende nicht viel.
Ja, sah gut aus, was sie da gemacht haben. Das können sie, das haben sie drauf. Nicht einfach gegen dieses frühe Pressing anzukommen. Ist es das? Ball wird hier erstmal geblockt. Er geht dazwischen. Weiter am Ball, Abwehr findet kein Mittel. Die Gelegenheit, das war knapp. Machen Sie jetzt gut die Balleroberung. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Da kommt der Schuss. Da ist er drin. Ein tolles Tor. Schön durchgesetzt. Zieht am Verteidiger vorbei. Das ist eine seiner großen Stärken. Zum Tor. Und daher steht es mittlerweile. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Latte, aber die Chance lebt noch. Da kommt die Anzeige zur Nachspielzeit. 3 Minuten gibt es obendrauf. Da passt der Klasse auf. Versucht es aus großer Entfernung, aber das ist dann doch eher harmlos. Der Versuch aus der Distanz, das war knapp. Wenn da das Tor fällt, dürfen Sie sich nicht beschweren. Das Pressing ist da. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Trifft er, ja, drin, Tor. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch und dann machen sie es eigentlich gut. Einen echten Vorwurf kann man der Defensive da gar nicht machen, aber das ist einfach gut gemacht. Das ist der Pausenpfiff. Nach der ersten Hälfte sind die Gäste in Führung. Es deutet viel auf einen Sieg hin in dieser Partie. Das Wetter spielt überhaupt nicht mit. Auch im zweiten Durchgang regnet es. Schöner Versuch. Das ist der Dreierpack für ihn. Der ist heute nicht zu halten. Wieder macht er das Tor. Das ist Nummer 3. Da sehen wir es nochmal. Wieder stark gemacht. Und die Frage ist, wie willst du den dann kommen? Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. Sie liegen deutlich vorn, bis hierhin ist es eine klare Nummer. Ja, setzt sich schön durch. Hartes Einsteigen und da muss schon fast durchgegriffen werden. Und er schickt ihn nicht runter. Riesenglück. Ja, da dürfte er selbst überrascht sein. Jetzt muss er aber... Brillant gemacht! Da setzt er sich klasse durch. Ah, da kann man ihn einfach nicht aufhalten. Und da macht er das Tor, obwohl die Verteidiger da waren. Ganz stark.
dominante Vorstellung heute. Sie lassen wenig zu und sind selbst eiskalt vor dem Tor. Da passt er auf und hat den Ball. Der Angriff könnte was werden. Oh, da müssen sie mehr draus machen. Sehe ich auch so. Gute Chance und dann dieser schwache Ball. Sie versuchen es mit frühem Pressing. Da oben, der fordert den Ball. Jetzt können sie den Angriff starten. Und er pfeift dann doch noch ab. Genau richtig reagiert, denn aus dem Vorteil wurde doch nichts. Und jetzt gibt es hier den Wechsel. Ja, und der Trainer nimmt ihn sicher vor allem wegen der gelben Karte runter. Das ist jetzt seine Chance. Keine gute Leistung heute, aber hier ist der Torwartmann zur Stelle. Na, es gibt halt so Tage, er lässt den Kopf wenigstens nicht hängen, sondern versucht noch das Beste rauszuholen, so wie in dieser Szene. Guter Einsatz, Ball ist im Aus, es gibt Einwurf. Gutes, frühes Stören. Fehler vom Torhüter. Er passt gut auf und hat den Ball. Sie verlieren den Ball. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Die Chance auf den Konter. Ganz alleine. Das ist noch gefährlich. Gibt Abstoß. Klasse gehalten, Wolf. Was für eine Glanzparade. Also das war nicht einfach. Gutes Pressing jetzt. Guter Versuch. Der Versuch aus der Distanz. Das war knapp. Wenn da das Tor fällt, dürfen Sie sich nicht beschweren. Stark gemacht. Das könnte was werden. Unglaublich. Was war das denn? Hat ja gar nichts gestimmt. Capaldo. Das Pressing ist da. Ballgewinn, gefährliche Position. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Gefährlich. Oh, da trifft er die Latte. Sie ärgert sich natürlich, dass der Ball nicht drin war, dass das Aluminium im Weg war. Ball erstmal weg. Oh, das könnte was werden. Er ist einfach der beste Mann auf dem Platz. 3 Tore, eine Weltklasseleistung. Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch und dann macht er alles richtig. Harter Schuss aus der Halbdistanz. Besser kannst du das Ding nicht verbergen. Sie liegen deutlich vorn. Bis hierhin ist es eine klare Nummer. Richtig gut vom Torwart. Den hat er sicher. Nusovic. Gutes Tackling, gute Zweikampfführung.
Ja, das könnte was werden hier. Oh, viel Platz jetzt. Latte, aber die Chance lebt noch. Gefährlich. Gut durchgesetzt, gefährlich. Da hat ja kaum was gestimmt. Ball geht weit vorbei, abhaken. Chance. Also wenn er da den Schlenzer nimmt, dann geht er rein. Gut möglich. War eine Riesenchance. Frühe Stören jetzt. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Und jetzt bekommen Sie die Chance. Der Angriff könnte was werden. Die Chance, die Riesenchance. Aber was für ein Reflex. Super gehalten. Das zeigt... Da ist der Ball drin. Da setzt er sich klasse durch. Ah, da kann man ihn einfach nicht aufhalten. So, nochmal das Tor. So ist es entstanden. Flach kommt die Flanke. Und dann sehen wir, wie gut das wirklich gemacht ist. Vor allem, wie ruhig das gemacht ist. Aber ganz ehrlich, auf der Distanz wurde er nicht. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung, genau so hat er sich das erhofft. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Es bleiben hier noch 8 Minuten. Ganz alleine! Der Pass war ein bisschen unpräzise. Einwurf. Gutes, frühes Stören. Vorne der Ballgewinn. Zieht in die Mitte. Ich glaube fast, da war zu viel Power in diesem Schuss. Sehe ich ganz genauso. Der Ball geht drüber und das wird ihn ärgern. Capaldo. Die letzten 5 Minuten sind eingeläutet. Sie gehen dazwischen. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Ja, gut gemacht bei diesem Block. Frühes Stören jetzt. Sieht gefährlich aus. Tor, ja, aber da freuen sie sich zu früh. Boucher, abseits. Boah, sie fassen es nicht. Sie fassen sich an den Kopf. Abseits. War das eng? Ist eine ganz bittere Geschichte. Aber, ja, das war abseits. Das ist mehr als ordentlich vom Unparteiischen. 4 Minuten Nachspielzeit. Da ist der Ball weg. Das macht er gut. Es gibt Abstoß, da hätte er mehr draus machen können. Klasse, wie er das macht, holt sich den Ball. Schlusspfiff in dieser Begegnung, das war's. Die Gäste können dieses Ligaspiel heute also gewinnen. Das ist schon ziemlich beeindruckend, wie sie heute aufgetreten sind. Man hat gemerkt, sie wollten dieses Spiel unbedingt für sich entscheiden.
Vielen Dank, dass Sie kurz nach Spielende zu einem Kommentar bereit sind. Danke, dass Sie bei uns waren.